Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute wieder mit einem neuen Video und zwar einer Diskussion zu einer Karte. Tausendäugiges Opfer ist nach langer Zeit zurückgekommen und wir werden heute ein bisschen drüber reden. Wann und wo und wie wird sie gespielt? Ist sie jetzt Pflicht? Wird sie in jedem Deck gespielt? Und die Jungs geben mal ihre Meinung dazu. Welche Karte? Ja, ich habe halt, wie gesagt, auch schon seit Anfang an gespielt. Damals noch mit dem Format, was, Junge, damals auch noch mit dem Format, wo es Scientist gab, das ist der, wo du 1000 Lebenspunkte zahlst und ein Fusionsmonster mit bis zu 5 Sternen aufrufen kannst, da hat man schon gesehen, dass tausendäugiges Opfer einfach viel zu heftig ist. In dem Format wird sie wahrscheinlich auch schon einiges können. Sie kann halt nur durch Instant-Fusion in diesem Format gerufen werden, ist aber trotzdem mindestens Ausgleich, wenn man sie spielt. Also eventuell danach noch Futter, dass man zum Beispiel im Cosmo den Forerunner tributet oder im Monarchendeck eventuell auch den Monarchen rausruft. Also meiner Meinung nach eine definitive Verstärkung. Der Preis ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Er ist sehr hoch zurzeit. Meiner Meinung nach eine gute spielbare Karte, aber der Preis, der zurzeit einfach da angelegt ist, ist nicht gerechtfertigt. Viel zu hoch meines Erachtens. Also für mich, tausendäugiges Opfer, eine echt krasse Karte, muss ich echt sagen. Das Gute daran ist ja, die Monster können nicht, also es können gar keine Monster angreifen. Und ihre Kampfposition kann nicht geändert werden. Du kannst jeden, also du kannst ein Monster wählen und es saugen als Ausrüstungskarte und es kriegt dann die Angriff dazu. Und wenn es stirbt, dann stirbt es die Ausrüstungskarte, wenn sie durch Kampf zerstört ist, sterben würde. Und ich habe sie jetzt auch ein bisschen im BA getestet. Also mit BA ist sie auch sehr stark, da man Instant Fusion machen kann, dann auf Opfer, dann zum Beispiel ein Monster saugen. Und dann, wenn man die Möglichkeit hat, einen Farfer irgendwie in Grave zu bekommen, kann man das Opfer banishen. Und das Opfer wird dann in der Endphase zurückkommen. Und es verliert dann den Effekt von Instant Fusion und bleibt auf dem Feld. Und dein Gegner kann zum Beispiel nicht angreifen und du kannst zum Beispiel Beatrice schützen. Also für mich eine sehr starke Karte. Instant Fusion, 1000 Lebenspunkte, kann man einfach so rufen. Und man kann ja mit Instant Fusion auch andere Monster holen. Also echt eine gute Option, dass sie gut zurückgekommen ist. Schau, erstmal gehen wir ganz objektiv dran. Da steht, keiner kann angreifen. Auch du nicht. Ja, genau. Das heißt, es stoppt dich, aber stoppt auch den Gegner hauptsächlich. Du kannst ja einsaugen und noch angreifen. Aber die Frage ist wegen Kampfposition. Du sagst im Burning Abyss, da kann Dante auch nicht mehr in Verteidigung drehen. Muss ja nicht. Er hat dann nur 1000 Angriff, dann kann man viel leichter rüber rennen. Kannst du auch nicht angreifen. Kannst du angreifen. Ist ja egal, ob den Angriff hat. Also kein Spieler lässt Dante im Angriff, nur mal so. Er kann nicht Position ändern. Ist doch egal. Dann ruht er den gleichen Death. Dann ruht er auf Beatrice und dann machst du Effekte. Marisch, die Diskussion. Warte, nein, ihr müsst... ihr müsst genau überlegen. Okay, du saugst ein, greifst dann. Und kann nicht angreifen. Er kann doch angreifen. Er auch nicht. Doch, er kann. Andere Monster. Er kann angreifen. Nein. Schau mal, du kannst das Monster ausrüsten. Du kannst mit ihm das Monster ausrüsten und sagen wir mal, du rüstest mit einem schwächeren Monster aus und dann läufst du in ein stärkeres rein. Dann stirbt zum Beispiel nur die Ausrüstung, ein Beispiel. Ja? Aber das Problem bei Instant Fusion ist halt einfach, das Monster geht in der Endphase. Er sagt ja eigentlich, wenn er sterben würde, würde das Material stattdessen gehen, im Kampf, nur durch Kampf. Aber er steht bei Instant Fusion in der Endphase selber. Also es lohnt sich eigentlich nur in Decks, wo du ihn eventuell gut nochmal hernehmen musst. Zum Beispiel Monarchen kannst du ihn opfern. Oder wie er halt sagt, mit dieser Burning Abyss Combo, mit Farfar, dass er halt in der Endphase wiederkommt. Solche Sachen. Aber sonst ist er halt ein 1:1 Ausgleich. Er ist nicht schlecht, meiner Meinung nach, aber in bestimmten Decks nur da sehr gut. Ja? Aber es ist halt eine Zusatzoption, definitiv. Da kann ich nicht mehr. Ah, der Preis ist nicht gerechtfertigt, nein, oder? Der Preis nicht. Aber eh noch Hyper. Es ist der Hype am Anfang. Aber ich glaube, da gibt es schon krasse Kombos. Wir haben es mit Farfar und so. Das wär doch schon hart. Farfar, Endphase. Also, was ich auch gerne mache, weil ich ja auch Cosmos spiele, ist immer Instant Fusion, dann hole ich das Opfer, saug ein Monster vom Gegner ein und opfer dann zum Beispiel, wenn er ein stärkeres Monster noch auf dem Feld hat, opfer ich es halt für Slip Rider, Schuss, zum Beispiel sowas halt. Oder halt im BA war es halt echt so, dass ich halt, wenn du echt so eine gute Starter hast, zum Beispiel Tourguide und ein Instant Fusion,
war es immer so, dass du die Tour gerade gespielt hast, dann den Reno geholt hast oder ein Graf, ist es egal welche gemacht hast. Instant Fusion, saugst du das Monster ein vom Gegner, machst du dann auf Dante, machst du dann raus nochmal Beatrice und dann geht da ein Reno zum Beispiel, geht da ein Grave oder ein Graf und dann hast du dir, hast du einen Farfel Grave gelegt und dann hast du den hier gebanished. Und dadurch kommt es wieder und dann hast du halt einen Beatrice als Schutz, also als guter Schutz noch mit Opfer. Ansonsten... Also. Im meinem weißen Drachendeck müsste ich mir den mal überlegen. Es gäbe theoretisch eine Option, dass er sinnvoll wäre. Das wäre zum Beispiel, wenn ich den neuen Silver opfer, da kann ich ja zum Beispiel Michael rufen. Und dann mit Instant Fusion ist er ein Stern und dann kann ich ja nochmal, in meinem Deck sind ja nur ein Sterne Tuner. Und dann könnte ich zum Beispiel noch auf Trish gehen. Erst mit Michael entfernen und dann zum Beispiel auf Trish gehen. Es wäre eine mögliche Combo, aber es ist halt sehr Combo-lastig, ja. Also es ist halt so eine Sache, ob man einen Platz für Instant Fusion wegen dieser Combo verschwenden müsste. Das wäre jetzt so der einzige sinnvolle Ansatz, wo ich es mir überlegen könnte. Aber wie gesagt, ich finde nur in einigen Decks hat sie wirklich hohes Potenzial. Und meiner Meinung nach ist es ein Preis, der sinken wird. Das war die Meinung unserer Jungs zu 1000 eigenes Opfer. Magisch hat noch was, Alter. Er ist krass drauf in letzter Zeit. Er ist, warte, Finsternis. Wir haben gar nicht über die Eigenschaften geredet. Finsternis. Alua, mehr Ziel. Er ist Hexer. Zauberstab der Wunder. Vielleicht holt sich Teil. Hat Pepe, ich habe ein paar gesehen, die mit Trickclowns und so Zauberstab der Wunder gespielt haben. Dann geht eine, zieht zwei, der kommt doch wieder und so. Und der ist auch Hexer. Kann man, was kann man mit Hexer machen? So, das Gute im Cosmo zum Beispiel, wenn du kannst ihn wieder, weil es eine erfolgreiche Fusionsbeschwörung ist, du kannst ihn mit Call wiederholen. Ja, vielleicht wissen es auch nicht alle, ist vielleicht für Cosmo-Spieler auch noch interessant. Ja, ist halt ein idealer Schutz gegen Angriffe. Oder mal ganz cool, man kann ihn auch auf der Teller spielen. Man saugt das Monster ein, dann macht man Trivier und dann hat man noch einen extra Deck. So ein Scheiß. Okay, diesmal war es wirklich das Ende, die Meinung der Jungs. Ihr könnt wie immer unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Spielt ihr sie momentan? Wo spielt ihr sie? Was haltet ihr von der? Ansonsten wie immer, leidet nicht und Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribt unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Ja, leidet nicht.